Nö, ich habe mir gerade mit 6000 Kronen, also ungefähr die Hälfte von dem, was ich hatte, habe ich mir Ja, 100 Energie geholt. warte mal, ich guck mal, welche Mission musst du jetzt machen? Dann sage ich mal, wie viele Ebenen hier? Arbeit für unbeschäftigte Arbeit. Hände. Also, okay, Rang an. 5. Okay, Arbeit von beschäftigten Händen hat, glaube ich, drei Ebenen. Zwei, ich weiß es auch, ich habe das schon Ewigkeit nicht mehr gezockt, also. Ja, bist ja schon viel Also, höher. freut euch, bald kommt, bekommt ihr Jelly King. Yay, Jelly King. Ja, Glibber König, ich würde bereit kloppen. Ja, Vier Ebenen. stimmt. Die nächste Sparte, die nächste Seite. Eine weitere Spur quatschen, endlich genug Zeit, Aufstieg oder Niedergang. Halle der Da Helden. müsst, ja, da müsst Später. ihr drei Erstaffer haben, komplett. Ja, und Also, das dann war's. darf man den nächsten Boss haben. Das war ja beim Zweier-Set auch so. Also, da braucht ihr nicht jetzt unbedingt hier, zum Beispiel, da machen einige, ich habe auch welche in der FL, die machen sich komplett die ganzen Schrott hoch. Ich brauche jetzt unbedingt eine Waffe, die auf 3 ist. Dann brauche ich noch ein Schild noch auf 3. Ich brauche meine Rüstung auf 3. Und mein Schwert auf 3. Unnütz. Du brauchst eigentlich bloß eine Rüstung auf 3, ein Schild auf 3 und eine Waffe auf 3. Also zum Beispiel, du kannst ja auch so entweder Knarre oder Schwert auf 3. Das reicht vollkommen aus. Na gut. Arbeit für unbeschäftigte Hände. Andere Frage, wie lange. Oh Gott. Wie lange zockt ihr schon? Also das Spiel jetzt? Ich habe vor Ewigkeiten mal angefangen, aber da gab es die ganzen Missionen noch gar nicht. Ich habe das dann eine ganze Weile nicht mehr gezockt, weil es ist halt nichts mehr passiert eigentlich. Also ich kann euch jetzt schon sowas verraten, was es jetzt bald wie eine. Warte mal kurz, ich habe gerade wen gesehen. Also es gibt wieder eine Mission. Da gibt es bald neue Gegner, also neue Viecher, Spirits heißen die. Ist zu lesen auf den ihre Seite hier. Und die werden auch die begleiten hier. Die begleiten einen und die werden auch ein helfen dabei, die Gegner zu plätten. Hast leider nicht genügend Energie für den Kack. Ja, dann könnt ihr mir denn was zuschicken? Also per Post? Ja, passt. Ja, einfach mal auf. Ach so. Ja, dann geht's auf Verfassen und dann gebe ich da oben bei Betreff Empfänger meinen Namen ein und dann anhängen und dann unten die eingeben. Also, das reicht, wenn so. Also ich zocke jetzt mittlerweile 7 Monate in das Game. 5 Wochen habe ich gebraucht, bis ich einfach oh Gott, nochmal, Avantgarde bin. War. Energie. Ich schick dir mal 30 rüber. Oh ne, besser Okay. 40. Ja, ich kann sagen, das ist ja anfangen, das sollten sie auch mal abschaffen. So ein Blödsinn, weißt du, dass man irgendwie nur irgendwas anderes bezahlen muss. Einfach so random. Bin gleich da, ich muss mal kurz noch mit denen quatschen hier, den ich gerade mal getroffen habe, schon ein bisschen länger her. Oh, verstehe. Wartet mal, ich werde mal in eine Rüstung jetzt reinkommen. Sag Bescheid, wenn ich dich einladen kann. Ah, die setze ich bloß als Kostüm auf.
Bad wummeln. Lol. Hallo, lad mal ein, jetzt der andere war nicht finanziert, sonst kriegen wir auch ein Lachfleisch, ja? Schon wieder fast zu weit. Mhm. Könnt mich einladen. Seid ihr schon on Mission da oder noch nicht? Nein, noch nicht. Ja, dann, ich warte. Kann losgehen, meinte ich ja. Oder kann ich aber beitreten? Ich glaube nicht, dass du uns dann beitreten kannst. Naja, hast ihn in die Gilde eingeladen. Ja, ich hab ihn aber in die Gilde eingeladen. Also, warum hast du so viel AP? Vita-Pot plus hier geholt. Ja. So. Ihr könnt ja auch mal, wenn ihr mal auf Soziales geht, könnt ihr mal in der Gilde gucken. Dann guckt mal auf Limbas. Und ich guck mal, wo der gerade rumturnt. Also der ist gerade in der... König der Aschen. Ja, das ist nämlich der letzte, das ist der Endgegner. Also das ist eigentlich die Geldmach-Mission. Also ich habe auch schon ein paar Leute gesehen, die gerade wie ihr seid, also so ein Low-Level, nicht böse gemeint, heißt mit Standard-Einzel-Stuff. Hey, mach mal vorne auf! Ich so, was, Alter, was wollt ihr? Ich so, Alter, du kannst mal geschmeißt den Schnabel halten. Siehst du die Ohren lang, mein Freund? Warte mal, ich nehme mal lieber das, falls noch mein Arterium ist. Einer mal so, ey, du hast ja da zwei Schwerter. Hä, denk ich, was? Zwei Schwerter? Ja, du hast da in der linken und rechten Hand eins. Okay, denke ich, weiß der, bei mir hängt ja die Scheide von meinem Schwert hängt ja auch noch, schleppe ich auch noch komischerweise mit, ich weiß ja nicht. Ja. Einige grinsen, du hast Scheide gesagt, ja, schön. Boah, was für dumm strunzende Lappen waren das? Keine Ahnung, irgendwelche Kleinkinder, weißt du, so eine 12, 13-Jährige, ja, du hast Scheiße gesagt, ah, freuen sich da, weißt du, ein Ast ab, ich so, naja. Kann man sich nur denken, naja. Ja, das haben wir mir auch gedacht, weißt du, so eine Denkblase mit meinem Kopf, naja, denke ich so. Lachen sich einen ab, wenn einer Kokosnuss auf den Kopf kriegt, ne? Naja, so im Dreh ungefähr. Patrick Star. Ich muss gerade an die Folge denken. Oh, er hat eine Kokosnuss auf den Kopf fallen bekommen, Alter. Weißt du, wo so die. Oh ja, ich zieh den mal eben 60 bis 80 ab. Ja, renn einfach vor. Wir rennen alle Wartet einfach nicht. Vor. Das ist langsam. Ja, ich sag ja, also jetzt sieht man ja, was da Sterne rauskommen, ne? Ah, also, sehe ich aus dem Mainz, dieses komische Treffer-Symbol immer. Also ihr seht ja, was da jetzt Sterne aus den Gegnern rauskommen, aus also den Schmetterlingen, wenn man die mit flügig angreift. Aber... Seht ihr ja, das heißt also, was das Schwert richtig schön Schaden macht. Umso höher die Schwerter werden, umso höher die Stufen werden, umso mehr Schaden. Also das Final Flourish zieht ungelogen, also bei manchen Viechern zieht das über 200 bis 300 ab. Ja, ich halte mich mal dezent zurück. Wie das Gelatschi. Die Kisten. Ja, war klar. Was soll die Scheiße?
Leckt mich am Arsch, ihr Viecher. Was macht ihr da? Gruppencampen? Ich hätte vielleicht dabei sein sollen. Fuck. Na, okay, ja, dafür habe ich die letzten beiden Male den Fetten abgekriegt. Das stimmt auch. Oh, geil. Hier, das sind die Berufe jetzt alle. Immer rauf mit euren Zahnstochern. Naja, Stern. Immer schön. Oh, Forbidden Fruit droppen die, das ist gut. Und Brimstone. Ja, oder so. Ich komm gar nicht an. Ich will auch Gegner killen. Ich brauch Wärme, ich bin so ein Anfänger. Okay, wer hat den? Narko hat den, oder? Narko hat Material Forbidden Fruit erhalten. Ich meinte eigentlich den HP-Tank, aber. Also. Nee, ich hab nicht bekommen, bei mir ist alles leer. Aber du hast auch einen gekriegt, Sonic. Ja, ich weiß, also, ich weiß. Ich bin ja auch gerade aus der durchgelaufen. Gut, da unten gab's noch was. Na komm, also komisch, was ich nicht stolpern, wenn ich so schnell so rückwärts laufe. Hier würde? Da oben. Nee, da oben hier, sind wir hergekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, von da kommen wir doch. Ja, es ist das so, wenn in Dungeons, man kommt so durcheinander. Ah, das war ja doch wieder klar, weißt du? Ah, Feuerzombies. Ja, die kommen nachher auch beim Endgegner, aber hier sind sie ja noch schwach. Beim Endgegner sind sie richtig abartig hart, ey. Manche einer, der findet so lustig, so was ein Zombie einmal am Hals springt, wenn er um einen umarmen möchte. Oh nein. Das ist böse, Feuerpuppy. Ich mag kein Feuer. Das ist gut, dass deren Geschosse fliegen nicht so weit gestreut durch die Gegend. Ja, das ist ja eher so ein Flammenstrahl, aber die an der kleinen, bösen Ungeziefer, die stecken ja mit sofort One-Hit, stecken die einen ja an, siehst du ja. Oh, die Klospülung von der Gremlin ist kaputt hier. Oh, jetzt geht's. Okay, da geht's weiter. Aber ja, auf der anderen Seite ist nichts. Okay. Ich habe ein Gift und ein Feuer. Pott. Ich habe nur eine Schockfiole. Okay, Gift. Was gibt's heute Abend? Gift. Ne, bei uns gibt's heute Abend Lasagne. Naja, nicht im. Oh, guck mal, Jelly. Vorsichtig, wenn eine Feuerpiole so da reinwirft, ne? Die Viecher fangen an zu brennen. Dann frier ich sie lieber ein. Glück hab ich noch meinen Calibur mit. Na, ich zum Glück mein Nightwild. Also bei mir seht ihr, wie die fast vor Schmerzen schreien, wenn man da mit einer Nightwild reinhaut. Hier kommt ja wirklich alles. Zombies, oh, ist eine. Auf zur nächsten Stufe. Das war ja hier easy. Ja, noch sind wir am Anfang nur. Ja. Ich habe erstmal nur ein Frierfiole und Feuer noch. Na, ich habe eine Flugfiole bekommen. Ja. Ich habe 10 Kronen bekommen nur. Flugfiole, das ist nutzlos. Nö, nicht unbedingt. Also die Flugpionen sind öfters recht interessant, wenn man die richtigen Gegner dafür trifft. Ja, wenn die Waffen benutzen. Ja, wenn die Gegner aber keine Waffen benutzen, sondern nur mit ihren Klauen angreifen, dann bringt das nichts. Also doch, du vergiftest die an der Zeit. Mach mal hier die Blech einmal den. Das passiert in der fernen Zukunft mit uns. Unsere Stadt schwebt irgendwo unterhalb. Ja, ich lach mich auch mal fast kaputt. Weißt du, die